Frage ist nur, welches welches Teil wäre das denn? Passagiere? Ich weiß nicht. Oh. Ganz kurz, das ist mir zu schnell. Okay, warte mal. Das ist eigentlich zu tief hier alles, ne? Ich glaube, wir werden das mal anders machen. Wenn ich das hier nicht hinpacken, das bringt nichts. Moment. Erstmal das weg. Diesen Stummel hier, der muss weg. So. Machen wir erstmal unsere Standardgeschichten hin. Kleines Angstolonia. Astoria Restaurant. Wir werden uns das gleich noch angucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Irgendwie. Denn die brauchen ja hier ein Geschäft. Da würde ich gerne was hinbauen. Dann bekommen sie hier eins. Das werden zu viele sein hier, die hier haben wollen. Ich sehe schon kommen. Kindergarten. Also wenn wir hier, das sind immer 2900er Typis. 200. Aha, Kindergarten. Ach, das ist ja geil. Jetzt wird mir auch angezeigt, wie viel die beherbergen können. 200. 216. 30. 600. Okay, 600 gilt es zu schlagen. Gut, dann kriegen die jetzt Kindergarten direkt neben der Heizung. Why not? Why not? Oh, gibt es hier hinten auch nochmal was hin? Sehe gerade, der hat die Straße nicht verbunden. Aber das mit den Heli-Dings ist ja eine gute, interessante Sache. Aber. Ja. Alles klar, wie Belas und Hogan, ich denke mal, da hast du recht. Dass das nicht, obwohl es ja eigentlich Wasser ist, ne, also. Aber na gut. Oder ist es halt noch wirklich, von, dass das von da aus nicht schafft. Hallo Andreas, schönen Sonntagmorgen dir. So, zwei Kindergärten. Zwei Kindergärten. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch mehr anderes Gedöns. Ein Geschäft haben wir auch eins, das wird nicht reichen. Krankenhaus. Da könnten wir aber das mal mit dem Heliport nochmal probieren. Ich weiß aber nicht, welcher Heli-Dings das sein soll, ne? Das ist das Problem. Welcher, weil kann dem bei dem Feuerwehrwagen irgendwie nur, Feuerwehrwagen irgendwie nur Menschentransport. Deswegen wundert mich das. Okay, ist echt gut hier. Jetzt sehe ich endlich mal, wie viele Leute die hier versorgen könnten. Ja, Ambulanz, ich weiß, 700. 768. Kinderklinik hier. Okay, jetzt könnte man nehmen. Kinderklinik. Hier ist ja sowieso alles ein bisschen größer gedacht. Wenn wir die hier so hinpacken. Das ist ja sowieso unterirdisch mit der Heizung. Das passt ja. Das wäre okay. Irgendwie dunkel und man sieht nichts und hast nicht gesehen. Dann bauen wir da die Kinderklinik hin.
Andreas, wie geht's dir? Ich hoffe doch mal gut. Oh, der hat aber echt... Okay, da... Links, da kommen wir so nicht. Da ist ein bisschen schöner, leicht gebogen. Okay, nehmen wir. Train is waiting too long. Ach, Quatsch, der wartet nicht zu lange. Ja, Dito. Auch etwas müde. Absolut dasselbe. Ja, okay, wir haben 600 Leute, Versorgung ist natürlich noch nicht der Burner. Mach mal schneller. Ja, ja, nicht genügend Bildung etc. pp. Ich weiß doch, Mann. Bleib doch geschmeidig hier, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. So, jetzt mal langsamer. So, das ist die Klinik. Jetzt versuchen wir mal so einen Heliport daran zu basteln. Vielleicht geht das ja. Heliport. Passenger Heliport Plattform. Stations for Helicopters. Wenn das geht, wäre geil. Sieht danach aus, als ob es nicht gehen würde. Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich Originalkrankenhaus nehmen. Aber na gut, auch das ist nicht das Problem. Können wir machen. Ausrüstung. Rathaus, Fernseh, Krankenhaus. Dann nehmen wir das normale Krankenhaus. Das sollte gehen, dann bauen wir das halt hier hin auf Ecke. Haben halt zwei Krankenhäuser, mein Gott. Macht ja nichts. Halt. So, dann nehmen wir uns nochmal den Heliport. Ja, siehst du, dann geht das. Also man muss die Original... Warte. Ja, okay, ich warte. Ich warte. Also man muss das Originalkrankenhaus nehmen. Bei dem Dings hier geht's nicht. Bei der hier. Kriegen wir dich da ran gesnappt? Eventuell nur planen bei den Mods. Okay, Lars, hast du so Probleme momentan? Okay, ich probiere es gleich nochmal aus, Colonel Hogan. Und dann testen, ob es geht. Ja. Ich kümmere mich gleich drum. Ich guck gleich nochmal. Können wir hier abgehen? Ja, wir können hier rumgehen. Geil. Sehr geil. So. Wir probieren es gleich nochmal aus. Ist ja kein Problem. Aber trotzdem bauen wir das jetzt erstmal nochmal an hier. Stockt und nervt, das ist okay. Also das hier geht hier mit dem Dings, ne? Das ist grün dann. Das ist okay. Mit einem anderen Mod. Ja, nee, das hier ist original. Das hier ist das Originalkrankenhaus. Ich will jetzt nur erstmal einen dran haben. Ach, ist das schief. Reißen wir es halt nochmal ab. Wir haben es da. Wir haben 37 Millionen Dollar. 15,1 Millionen auf der hohen Kante. Was ist das? Double-Semaf. Was? Doppelsignale? Geht das jetzt etwa auch? Oh, wie geil!
geil! Doppelsignale, endlich! Wie geil! Noch eine geile neue. Oh! Geil! Ich freue mich gerade riesig. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind hier im Schokoladenladen, ey. Keine Ahnung, es ist hart. Alter, alle. Oh, so viele geile neue Sachen. Mein Krankenhaus-Heli ist gerade die enorme Strecke von 161 Metern geflogen, okay? Ja, da du das ja schon getestet hast, ich jedenfalls noch nicht, kann man das an Mods anbauen, diesen Helipad? Diesen Heliport? Geht das? Nimmt er das? Oder muss es original sein? Und wie ist das mit den Feuerwehrdingern? Muss man da auch, welche Art von Helikopter muss man da nehmen? Diese Cargo? Bestimmt nicht, oder? Weil Cargo ist ja eigentlich, Güter. Nur im Originalkrankenhaus, okay. Ja, wir probieren es mal. Ich probier das mal aus von Colonel Hogan. Dass wir die Dinger nur planen. Und dann das Teil daran setzen. Warte mal, Krankenhaus. Wir probieren es mal aus. Was ist Wasser, Ed? Wasser ist nass. Wasser macht sauber. Ich will es ja im Krankenhaus probieren. Also, ich probiere nochmal ein Krankenhaus aus. Mir sowas. Das planen wir jetzt nochmal. Ja, das planen wir nochmal und dann setzen wir den Heliporter nochmal dran. Wir probieren es nochmal. Ist geplant. Ist Wasser für dich ein Passagier? Nein. Ah, verstehe. Ja, aber steht halt nicht dran, Water, ne? Deswegen. Mal gucken, ne? Aha. Okay, es geht auch an der Mod hier. Es geht auch an der Mod. Geil. Ja, sauber. 1A. Super. Dann kriegst du jetzt einen Heliport mit ran. Sehr geil, dann geht das jetzt hier auch. Also es geht auch an den Mods. Danke für den Tipp, Colonel Hogan. War eine gute Idee. Dann wurde die Mod schon umgebaut. Okay. Bei den Heli steht Fire Bucket Water Capacity. Okay, alles klar. Wie gesagt, auch das probieren wir gleich nochmal aus. Ich gehe jetzt mal hier an meinen Bombenkrater, den ich hier gebaut habe. Vielleicht reicht's ja da. Okay, pass auf. Wir gehen normal. Wo bist du denn? Ausrüstung. Feuerwache. Ich gehe jetzt hier extra mal hier hinten ran. Warte mal, vielleicht können wir das ja. Naja, okay, das muss ich jetzt kaufen. Komm, nehmen wir mal die Dollar. Ja, dann setzen wir den mal hier oben ran. So, wie gesagt, nehmen wir mal das mal, probieren wir es mal aus. Wo bist du denn? Feuerwache. Immer erst planen, ja. Genau. Ja, ich weiß, normalerweise ja. Aber ich bin da eigentlich. Wenn du genug Kohle hast, ist es nicht so wild, sag ich mal. Wenn du mal einmal Mist baust. Also, wir setzen den mal hier dran. Dann holen wir uns den Heliport. Setzen den auch mit dran, lassen das Ganze jetzt mal losbauen. So,
So, okay, dann wollen wir mal spannen. So, warte mal. Wenn es geht, dann müssten blaue Punkte im Wasser sein. Okay. Wir werden es ja gleich erleben. Muss jetzt mal fertig gebaut sein. Okay, warte. Helikopter don't have any water source in range. Ja, tatsächlich. Das scheint nicht zu funktionieren. Wenn ihr selbst so ein Ding anbaust, dann scheint es nicht zu funktionieren. Das ist natürlich doof. Ah, das ist ja echt. Guck grad, Zement, Bretter. Ah, da steht es tatsächlich. Jetzt sehe ich das. 4-7, alles klar, okay. Ah, es scheint echt nicht zu funktionieren. Das ist ja doof. Will ich mal nur testhalber hier hinten dasselbe nochmal bauen? Just for fun. Oh, jedes Mal das... nur mal testen. Ob das hier klappt, ob er mir hier sagt, das geht. Das müsste ja, weil den See habe ich jetzt ja nicht künstlich angelegt. Deswegen. Ja, den bauen wir auch. Das ist mir gerade wert. Das ist es mir echt wert. Komm, bau mal. Bin mal gespannt, ob er hier auch noch meckert. Na komm, bau fertig hier. Weil es wäre echt doof, wenn ich jetzt von da hinten irgendwie versuchen würde. Construction finished, okay. Ja, hier geht es. Shit. Mist. Frage ist, wenn ich einen See, wenn ich einen Fluss hier hinlege, ob das dann zählt. Das wäre ein Experiment jetzt. Ich probiere mal aus. Ich probiere echt mal aus. Wenn wir das hier ein bisschen erweitern, ob er mir das hier auch noch anzeigt. Ob er mir das anzeigt. Wir werden es mal erleben. Nur ein bisschen. Müsste er dann hier auch anzeigen. Weiß nicht. Vielleicht zu niedrig noch? Moment. Ein bisschen mehr. Muss ich ja an sowas rantasten. Anscheinend nimmt das nicht. Oder es muss tiefer. Nee, nimmt er nicht. Also wenn du künstlich was anlegst, nimmt das leider nicht. Ja, das ist schade. Das schränkt die Möglichkeit natürlich deutlich ein wieder. Kacke. Das ist natürlich doof. Naja, gut. So viel dazu, ne? Man muss es ja austesten. Gut. Müssen wir hier standardmäßig halt bleiben. Ja, wirklich schade. Wirklich, wirklich schade. Aber macht nichts. Okay, dann holen wir uns hier trotzdem mal ein neues Fahrzeug. Und hier gehe ich mal von aus, dass man hier wirklich Passagiere braucht. 305, 280, 185. 8 Passagiere. 22. 28, 47. Ah, stimmt. Ich kann nur einen. Ja, ist klar. Ich kann nur einen bauen. Okay, alles klar. So. Da steht er. Hammer. Echt schade, dass das nicht geht, aber naja, gut.
Shit happens. Vielleicht können wir hier trotzdem auch nochmal... Siehst du, da hätte ich dann doch vielleicht mal doch drei Heliports ranknüppeln können. Vielleicht geht das hier doch noch irgendwie. Ah, nee. Nee, okay, okay. Gut, geht nicht. Erster Heli, ja. Absolut, korrekt. Wie sieht's hier aus? Oh, Stahl, super voll. Sehr gut, das klappt ja richtig gut hier. Ja, ne, läuft. Noch nicht unter Hochtouren, aber es läuft. Okay, die Passagiere ist noch ein bisschen low. Ich komme da nicht hin. Ist ja da hart. Dann ist das zu weit. Na schön, okay. Bravo, Junge, hast du fein gemacht. Okay, dann können wir den hier leider auch wieder wegpacken. Schade. Hätte ich gerne gemacht mit dem Heli-Dings. Aber naja, gut. Bekommst auch ein Leckerli. Ich bin doch kein Hund. Ich bin doch kein Hund. Apropos, Leckerli. Wir machen mal Folgendes. Mauer oder Zaun? Ups. Das ging aber schnell jetzt. Ziehen, glaube ich, mal eine Mauer, oder? Dass wir das hier mal so ein bisschen abgrenzen. Schallschutz. Sozusagen. Schallschutz. So, man ist echt... Bisschen Schallschutz. Na, warum nicht? So, jetzt warte ich, bis der Tag anbricht und dann bauen wir hier weiter. Ich brauche mehr Leute hier. Kommen wir nicht drum herum. Wir brauchen da mehr Leute. Aber ich bin zufrieden, ne? Es ist echt genial. Ja, 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 ich weiß, ihr seid alle unglücklich, ihr armen Leute. Ihr habt es so schwer hier. Ihr kommt ja nicht mehr klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Eine Universität wäre auch ganz geil noch. Ich gucke halt nach den möglichst vielen Leuten. Sechshundert ist schon ganz geil hier, so ein Tower, Universitätstower. Passt, glaube ich, auch ganz gut hier hin. Universität halt. Was willst du denn, mein Junge? Was ist los? Was möchtest du denn? Was denn? Hm? Maxim möchte gerade Kuscheleinheiten. Bau eine Mauer um die ganze Map, dann flüchten sie nicht. Am besten mit Nein. Was kann ich nicht machen, ey? Ist ein bisschen heavy. So. Muss mich erstmal wieder richtig hinsetzen. Ja, bauen wir nämlich noch eine zweite Universität. Wir wollen ja hier, wir brauchen ja ein bisschen Kapazität. Dass wir, okay, wenn wir da einen Weg durchziehen. Infrastruktur ist alles. Okay, da kommen wir so nicht rum. Max, Menschenskinder, was ist los? Komm, weil hier irgendwas ist noch. Von der Universität kommen wir da nicht lang. Das heißt, müssen wir ein bisschen improvisieren.
Zum Aufstand blutig niederzuschlagen. Wenigstens ein paar. Nee. Nee. Ah. Kann ich nicht machen, solche Geschichten. Das ist ein bisschen sehr, sehr heftig daneben, dann sag ich mal. So, machen wir mal so. Wie gesagt, das hier ist Universitätsgelände. Ich wollte ja noch eine zweite Uni bauen. Die 720er hier. 100, 165, 400. 1500, ja, das ist was für Papa. Warum nicht gleich so? Ja, Colonel Ogen, ist klar. Feigling. Nee, nix Feigling. Ah, 1000. Komm hier, gleich noch eine Universität hier hinten dran. Nehmen wir die mit. Dass unsere Leute auch gut versorgt werden. Bildungstechnisch. Na, passt doch. An der großen Klinik hier noch so ein großes Universitätsgelände ran. Okay, andersrum vielleicht besser. Ja, also ist besser. Können wir mitarbeiten. So, okay, passt. Wackelt in der Luft. So. Dann mal die Wege verknüpfen. Guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr gelebt, als das Schwanzfleisch an der Knieschale. Ja. Yeah. Körnerung wieder. Warum ist denn das hier so doof? So, das passt auch. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir dich darin. Du gehst darin. Du gehst dahin. Und du gehst dann dahin. Das passt auch. Sehr gut. Okay, den jetzt hier noch. Ich habe jetzt aber einen Fehler gemacht. Denn, wie ihr seht, ich habe eine Mauer davor gebaut, wo eigentlich ein Weg hinführen sollte. Törö. Das war ganz schlau. Kann ich die Mauer wieder abreißen. Ganz clever. So viel dazu. Oder auch nicht. Na doch, sind zu viele Anschlüsse. Ne, es geht nicht. Das ist ein bisschen doof. So, den haben wir auch. Universität steht auch. Einkaufszentrum haben wir auch. Krankenhaus haben wir. Wir haben keine Feuerwehr gerade. Ja, dann passt ja auch der Spruch wieder. Ja, ich verstehe. Der Feuerwehr. 70, 50, 20, 20. 100. 100. 100. 100. Main East. Ja, es ist... Das hier ist okay. Dann nehmen wir... Aber dann kommt die Feuerwehr hier mit ran. So, dann kommt die Feuerwehr mit ran. Dann haben wir das auch schon mal safe. Feuerwehr. Ich glaube, die haben noch nichts zum geistliches Gedöns. Und, auch noch nicht was für die Belustigung. Ein Rathaus fehlt hier auch noch. Also ich glaube, wenn, dann müssen wir jetzt richtig auf die Kacke hauen. Und nicht so ein kleines, Dubrov Tower.